Hey Kinders, was geht bei euch ab? Wir haben jetzt eben den Stream beendet. Es ist jetzt mitten in der Nacht, also Samstagmorgen 4.40 Uhr. Ja, nicht Nacht, sondern eher morgen. Ich habe überlegt, ob ich jetzt ins Bett gehe direkt oder eben noch was für euch aufnehme, weil ich jetzt ja dann heute am Samstag den ganzen Tag nicht da bin. Wir sind in Trier. Und die Überlegung fiel dann doch schon auf ein kleines Overwatch, denn letzten Samstag kam nichts, letzten Sonntag auch nicht. Und die Woche davor habe ich, glaube ich, wochenends auch nichts gemacht. Und ich muss das... Okay. Ich muss das durchbrechen. Diese Pimmelei, dieses Schlackse rumgearbeitet. Darum gibt es heute ein Overwatch für euch. Ein sehr schwieriger Fall, den man sieht. Im letzten Fall habe ich übrigens... was habe ich gedrückt? Vision und Aim habe ich, glaube ich, gedrückt. Bunny Hop... nicht. Obwohl sehr viele von euch gesagt haben, dass das alles war. Okay, der eine ist am... habt ihr das gesehen? Der hat keine Steps gemacht, der Mate hinter ihm. Huch. Achso, habe ich auf Staupause gedrückt oder was? Hilfe? Hallo? Oh, oh nee. Hey. Was treibe ich denn? Du Scheiße. Der Mate hat keine Steps gemacht von ihm. Also man kann da wohl auf... Also früher war es zumindest irgendwie immer Anti-Aim oder sowas. Wenn man keine Steps macht, müsste man darauf achten. Jetzt bin ich rausgetappt, das war natürlich höchst klug. So, da müsste man darauf achten gleich. Auf die Füße von den Leuten. Weiß nicht, ob man jetzt hier am Anfang das schon sieht. Jetzt kommt gleich... eben hat man die Kollegen ja gesehen. Das Geräusch. Dick, dick. Naja. Ah, sobald er stirbt. So, pass auf. Der eine hier, guck mal, da siehst du? Der nach links weg ist, der hat keine Steps gemacht. Könnte auch ein Bug sein, also das passiert oder ist unter anderem früher passiert, wenn man diesen Bug hatte, dass man am Anfang einfach so ein bisschen in der Luft steht. Das kennt ihr bestimmt alle, hat jeder mal gehabt, dass man so in der Luft steht, am Spawn. Und auch das Spiel über so bleibt, wenn man sich nicht duckt und springt. Dann ist es direkt weg. Und ein Anti-Aim hat wohl ähnliche Auswirkungen auf dein Model, und zwar, dass du halt keine, nicht zwingt, dass du keine Steps mehr machst, also keine hörbaren, aber dass dein Model halt nicht mehr richtig steppt, sondern schwebt. Da, guck mal, wie er runterruckelt. Seht ihr das? Der wackelt hin und her wie auf Roller Skates. Also da ist wahrscheinlich ein Anti-Aim am Start, das heißt, unser Suspect ist ja nicht der Einzige, der möglicherweise cheatet, sondern... ja, sein Mate auch, der eine. Möglicherweise sind auch einige bei den Gegnern mit am Start. Man sieht ja auch wieder jemand, der keine Skins hat. Ich weiß, es ist natürlich immer wieder Dirmist zu sagen, hey, der hat keine Skins, der hackt. Aber es ist schon, ab einem gewissen Bespielungsgrad eines Accounts ist es sehr ungewöhnlich, wenn man keinen einzigen Skin hat. Oftmals hat man da irgendwas rumliegen, irgendeine Fats, irgendwas hat man. Also eigentlich hat da jeder irgendeinen Skin. Die Katze schreit. Und wenn halt jemand wirklich überhaupt nichts hat, oder vielleicht sogar, gut, da liegt jetzt gerade ein Skin rum, da direkt vor ihm, aber wenn sogar die ganze Lobby nichts hat, dann ist es schon, dann könnte man darauf schließen, möglicherweise, dass hier frische Accounts gegeneinander spielen. Also ich habe gerade gestern oder vorgestern war das mit Tobi geschwätzt, er hat gemeint, er hat diesen Versuch gemacht, hat sich einen neuen Account, also einen neuen Steam-Account gemacht, hat sich Counter-Strike kostenlos besorgt, geht ja, und hat dann... direkt mal reingedaddelt. Also hat sich natürlich erstmal Deathmatch-mäßig betätigt, um eben dann überhaupt Matchmaking spielen zu dürfen. Er hat gesagt, das war einfach nur Wahnsinn. Also alle hätten sich gedreht, wären komisch rum, hätten Headshots verteilt und so weiter und so fort. Also da, guck mal, da hinten hat man eben auch den linkesten von den Tees. Die Nummer 7. Der hat, glaube ich, auch ein Anti-Aim. Hat zumindest eben so ausgesehen auf die Ferne, dass der rumrutscht. Das heißt, hier haben wir wohl ein komplettes Hacker-gegen-Hacker-Game. Ja, klar, wenn man sich einen neuen Account macht und sich Counter-Strike holt, dann muss man damit rechnen. Wow. Wobei, heute ist mir auch ein Collateral gelungen im Stream, das war ziemlich nice. Das war der allererste Collateral im Stream. Naja, nur mal so am Rande erwähnt. Man muss natürlich damit rechnen, dass wenn man sich einen neuen Account macht, dass dann die, vor allem noch nicht mal Prime, dass dann die Chance extrem hoch ist, dass man... Also, nicht, das hat nichts mit Chance zu tun. Man wird dann schlicht und ergreifend mit den ganzen Kacknasen zusammengequeued. Die Chance ist da sehr, sehr gering, dass man ein gescheites Spiel hat. Also würde ich jetzt behaupten, ohne selbst gespielt zu haben. Aber wenn man halt so ein Sekündchen drüber nachdenkt, wird einem das eigentlich direkt klar. Ne? Weil da kann ja jeder
alles ausprobieren. Also den billigsten Cheat. Es ist ja scheißegal, wenn du nach einer Millisekunde sofort automatisch von WAG entfernt wirst. Oder wenn vielleicht schon beim Spielstart irgendwas passiert, was glaube ich nicht geht über WAG. Oder WAG geht nur, kann nur in den Vorgang eingreifen, aber nicht schon im Vorfeld. Ja, also du kannst ja alles probieren. Und logischerweise hast du da halt die Kackspatzen des Grauens. Und als frischer Spieler wirst du Probleme haben. Da muss man sich natürlich Prime holen und man muss auch am Steam-Account arbeiten. Anderweitig kommt man sonst nicht aus dem Loch raus, würde ich einfach mal behaupten. Ups, bin zu spät. Princess Corvus schreibt gerade. Sie schreibt jetzt gerade in den. Also ich sehe den Livestream-Chat in OBS. Und sie hat wohl jetzt gerade vor ein paar Minuten hat sie geschrieben, dass sie zu spät ist. Ja. Wie gesagt, wir haben bis um 4 gestreamt oder kurz vor 4. Nee, bis ziemlich pünktlich 4 Uhr. Und jetzt habe ich mich halt. Gottes Willen. Habe ich mein Bett fertig gemacht und wie gesagt, dann doch beschlossen, hier noch ein Spiel zu machen. Ja, man sieht, es ist ein Hacker versus Hacker-Spiel. Also da ist nicht nur er am Reinwursten, sondern auch die Gegner haben scheinbar an. Zumindest ein paar von ihnen. Krasser Scheiß. Ich habe jetzt halt einen langen Tag vor mir, weil wir dann nach Trier fahren. Also sogar schon in ein paar Stunden. Es sind gerade nochmal 5 Stunden, bis wir los wollten oder gerne fahren würden. Ich guck mal, dass ich vielleicht, ja, halt, ich muss mich jetzt halt ins Bett legen und hoffen, dass wir vielleicht eine halbe Stunde später fahren, dass ich ein halbes Stündchen länger pennen kann. Und dann kommen wir auch erst nachts zurück. Darum diese Aufnahme hier. Boah, guck ihn dir rein, wie er rein. Guck ihn dir an, wie er rein dackelt. Ich kann auch nicht mehr sprechen. Ich habe jetzt praktisch wieder. Wie lange haben wir gestreamt? Von wann bis wann? 10 haben wir angefangen. 11, 12, 1, 2, 3, 4. Leute, 6 Stunden ist schon ein Stückchen. Ist schon so ein kleines Wort. Und da ist dann irgendwann auch Tuck mit dem Wortschatz, mit allem. Artikulation, Pipapo ist irgendwann hinüber. Gerade wenn man halt dann 6 Stunden durchlabert, ne? Das ist schon ein Weilchen. Alleine schon, dass ich es eben zählen musste, ist ein Zeichen, dass ich dringend ins Bett muss. Die Schlaftrunkenheit ist auf jeden Fall real. Guck ihn dir an, wie er danced zur Musik. Der hört die auch. Boah! Man leckt da was weg, der Sack. Ach ja. Aber echt ein schöner Stream heute, hat richtig Spaß gemacht. Wir haben reingedackelt, wie Wahnsinnige. Hat irgendwie jetzt noch ein Fake-Lag oder sowas drin? Alter, guck dir mal die Lags von ihnen an. Ich bin mir irgendwie sicher, dass das ja Fake-Lags sind, die sie hier am Start haben. Lag auf Knopfdruck, falls es das noch gibt. Ganz fiese Nummer. Ja, mal schauen. Guck, also ich habe, glaube ich, noch nie so einen hohen Ping gesehen. Fast 1000. Und auch beide gleich viel, also das, ja, das ist merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Ganz makaberes Spiel. Also das ist wirklich die Arena der Cheater hier gerade. Da ist ja echt alles am Burschen, wenn man da ein bisschen rumguckt. Achtet auch, wie gesagt, noch auf die Beinchen. Ach, guck ihn dir an. Auf die Beinchen der anderen. Also da könnte man eigentlich einmal durchgehen und höchstwahrscheinlich die gesamte Lobby einfach fisten. Also aufgrund der Kills, vielleicht hat Salmon nichts an, Woodpecker und Blackbird eher dann auch nicht. Von Kills kann man bei sowas aber auch weniger ausgehen. Gerade wenn die irgendwelche Loadsheets benutzen, dann, ja, ich weiß auch nicht. Oh, ich sehe gerade, dass mein Host beendet wurde. Shimmy hat mich vorhin gebeten, jemanden zu hosten. Jetzt sehe ich gerade, dass der offline gegangen ist. Wahrscheinlich ist seine Connection zusammengebrochen. Ziemlich cooler Kerl. Tintex nennt er sich, mit Doppel-E. Der hat in Taiwan? Da ist er gerade bei irgendeiner Veranstaltung. Richtig cool. Also hat richtig Bock gemacht. Ja, doch Bock gemacht, jetzt da zuzugucken. Ich habe mir halt dabei die Zähne geputzt und mich bettfertig gemacht und habe ihn dabei geschaut. Ist da gerade mit dem Taxi hingefahren und dann hingeschlappt und ja, saß dann am Ende, bis dahin, wo ich geguckt habe, in so einer Extra-Loge für, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was er ist, also was er für einen Bezug dazu hat. Aber ja, er scheint da irgendwie VIP gewesen zu sein und das war echt cool. Richtig lässiger Kerl. Ja, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, wir sehen uns dann demnächst wieder. Es war richtig, richtig öde, also im Stream, aber das Video hier natürlich auch. Ciao, ciao. Mua, mua, mua.